Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tariag Mitzvot, 613 Mitzvot von die Torah. Heute Baruch Hashem, Gott sei Dank, mit Gottes Hilfe beginnen wir Sefer Bamidbar, vierte Buch Moshe. Und wir lernen weiter in unserer Reihe in Tariag Mitzvot. Heute Mitzvah 362 Mitzvot, Shiluach Tmeim, Chutz Lemachane Shechina, eine Mitzvah zu entfernen, zu wegjagen, zu schicken, die Unreine außerhalb der Lager. Es waren drei Machanot, Machane Shechina, das Allerheiligen, Machane Leviya, dort wo haben die Kohanim und die Levin gearbeitet, Machane Israel, wo alle Jehudim, alle Israelim, alle 12 Stämme, und dort, es waren solche Unreine, die mussten außerhalb der Lager, komplett außerhalb dem Staat sozusagen, 2000 Ellen, wenn sie waren in einer Quarantäne. Und es gibt verschiedene unreine Kategorien von Menschen. Wir werden versuchen, bei dieser Sache ein bisschen Licht zu schenken. Sagt uns die Torah in 4. Buch Mosche, Kapitel 5, Pasuk 2, dass Hashem sprach zu Mosche, dass sie aus dem Lager jeder Aussätzigen und Ausflüssenden und jeder Bezeichnung auf eine Person unreine geworden, hinausschicken. Also soll man hinausschicken, alle anderen unreine Leute. Dass sie aus der Lager hinauszuschicken, drei Lager waren dort, während sie lagerten, innerhalb der Umhänge war Lager der Shechina von Gott. Es lagert sich die Leviten ringsrum, so wie es steht in Bamidbar 1,53, und das war der Lager von den Leviten und weiter und weiter. Also es spielt keine Rolle, ob das ist ein Mann oder eine Frau, von männlich bis weiblichen sollen ihr hinausschicken, außerhalb des Lagers hinaus sollten sie schicken, und sie sollten ihre Lager, in deren Mitte ich wohne, nicht verunreinigen. Und so haben die Kinder Israel gemacht, so wie Hashem gesprochen zu Moshe, so haben gemacht Bnei Israel, und wir werden ein bisschen die Sache jetzt erklären, was geht hier. Bet HaMikdash war ein reines Ort für Gdusha und Tahara, für Heiligtum und für Reinigung. Und es ist klar, dass dort gibt keine Fußtritt für Unreine. Ayid kommt nicht rein in die Grenze von Bet HaMikdash, nur wenn er war vollkommen in seinem Körper und in seine Seele, also nicht krank körperlich, ohne Virus und Fieber und auch ohne irgendeine unreine Sache, was ist von seinem Körper rausgekommen, angefassen, Teute und so weiter und so fort. Bet HaMikdash symbolisiert in unseren Augen die Vollkommenheit. Bnei Israel, dort haben gelagert in drei Lager. Machane bedeutet eine Grenze, die Prioritäten von Heiligtum. Dort, wo Shivtei Israel, dort, wo alle Stämme haben gelebt, das heißt Machane Israel. Später war die Grenze der Trum, der Umgebung von den Leviten, das heißt Machane Leviya. Und in dem Mishkan, in dem Oel Moed, in dem Stiftzel, das ist Machane Shechina. Das war in die Wüste. Bei den 40 Jahren von der Wanderung, wo haben sie 42 Mal diese Lager gebaut und ausgebaut. So wie ein Zelt von Zirkus, Lehavdil, zu unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Und in die Zeit von Bet HaMikdash hat man auch parallel drei Grenzen gemacht zu diesen Namen. Es war Jerusalem, und zwischen der Mauer und Harabait war Machane Israel. Von Harabait, von dem Tempelberg bis dem Mikdash war Machane Leviya, und Bet HaMikdash selbst von die Azara drinnen, inklusive alle Heiligen, war Machane Shechina. Wenn einer war eine Metzorain Ausgesetzte, er wurde vertrieben von alle drei Machanot, Machane Shechina, Machane Leviya und Machane Israel, außerhalb Jerusalem, praktisch. Und das ist auch in anderen Städten, wo es war eine Mauer, Ashkelon, Akko, Jericho und so weiter. Es war verboten, ein Metzora, ein Ausgesetzter, ein Pandemiekranker, ein Epidemiekranker zu bleiben in dem Staat, und hat man ihm von alle drei Lager
rausgenommen. Die Savim, wenn jemand ist ein Ausfließender, es kam von ihm Samen, Sperme, irgend Unreinheiten, wo haben wir schon gelernt im dritten Buch Mosche, hat man ihn nur von zwei Lagern rausgetrieben, von Machane Schina und Machane Levi, aber er konnte zwischen alle gehen. Wenn ein Mensch hat in sich irgendeine urologische unreine Krankheit, er ist noch nicht ein Ausgesetzter, er ist nicht ansteckend. Und ein Tamemet, wenn einer hat nur angefasst, eine Teute, Mensch oder Tier oder Mäuse oder Ratte, er durfte nicht reinkommen in Machane Schina, oben auf dem Haar, von Haararbeit rein in die Azara und Kodesh HaKodeshim, aber zwei andere Lager von Machane Leviah und Machane Israel, das war kein Problem zu treten. Wenn jemand ist unrein, sagen wir die niedrigsten Stufe von Unreinheit, und er kommt rein in alle Heiligen, er bekommt eine Karet Bidei Shamayim, eine Todesstrafe von Gott. Und genauso, wenn jemand ist das gemacht, kriegt er von Hashem Strafe. Aber wenn jemand ist ein Ausgesetzter auf seinen Körper und trotzdem kommt er außerhalb der Stadt zurück in die Stadt, kriegt er Peitsche. Ich habe gesehen in irgendeinem Video, dass in Indien, als hat begonnen die Pandemie, und es waren Menschen, die umgegangen auf die Straße in eine Sperre, wo es war Lockdown, verboten, haben sie genommen Peitsche und geschlagen, habe ich gesagt, guck mal, siehst du, mit Zoraim, genauso wie im Mittelalter, das hat man Leute geschlagen. Seitdem der Tempel ist zerstört, wir sind alle heute Tmei Med, wir sind alle heute unrein, und wir dürfen reinkommen in Eretz Israel, in Jerusalem, in Kotel HaMaravi, aber wir dürfen nicht oben gehen auf dem Tempelberg, weil wir sind unrein und man braucht wieder Asche und Wasser von der roten Kuh. Und wenn Moschiach wird kommen, dürfen wir wieder steigen auf dem Tempelberg. Diese Psukim sind jetzt da, um uns zu zeigen, dass nicht nur die Kohanim und die Leviim haben geachtet die Kedusha, sondern auch Bnei Israel müssen leben bewusst für ihre Körper und für ihre Seele, für alle Gesetze von Tum'a und Tara und zu sein sehr sensibel. Und deshalb, genauso wie die Kohanim und Leviim haben geachtet auf sich, wenn die sind gekommen in Beit HaMikdash als Leute, die dienen, genauso die Besucher, genauso die Israeliten von alle anderen 11 Stämmen, müssen auch das machen. Unreinheit ist eine Zustand, wo der Mensch hat das bekommen, um ein bisschen in Frequenz einstimmen, seine böser Trieb, seine Geist, seine Mental, seine Verstand. Wenn ein Mensch ist unrein, das ist ein Zeichen, dass etwas in seiner geistlichen Konstellation stimmt nicht. Und die werden ausgejagt von dem heiligen Lager, um zu zeigen, dass Unreinheit und Reinheit können nicht zusammenleben. Das ist ein Kurzschluss. Und man muss zwischen die beiden Trennung machen, bis der Mensch ist wieder rein. Und dann bekommt er, wie man sagt, passende Zustand, dass er betrete der Königspalast, das zu machen. Darum geht's. Und wir wissen, dass es passt nicht zu kommen zu einem Palast, in eine unpassende geistliche Kleidung. Es gibt eine Frage, ob es ist erlaubt, zu Hause zu beten mit Pyjama oder mit Nachtkleider. Der Halacha sagt, nein, du sollst überlegen, ob es passt, dass du so mit diesen Kleidern einen König besucht. Dann musst du anziehen, normal. Und genauso wie die Körper muss, wie der Körperkleider müssen passen, genauso die Kleider von der Seele, die Ruchaniyut, die geistliche Zustand muss auch stimmen, 100%. Passt nicht zu kommen zu dem König mit einem Sack. Deshalb, jeder, der war unrein, hat man ihm gejagt. Und die Jiden, die gekommen nach Eretz Israel und sie wollten kommen in Beit HaMikdash, haben sie gegangen in Mikwe und haben sie sich reingemacht. Diese Mitzwa ist bei Männern und bei Frauen in jeder Zeit, auch in unserer Zeit, auch wenn Beit HaMikdash heute ist zerstört, leider, dürfen wir auch nicht dort reinkommen. Und es ist eine
Mitzwa, die Unreine zu vertrieben und auch ein Verbot, als Unreine zu kommen. Shkoyach. Hashem soll uns helfen, dass wir wirklich rein werden. Hashem soll auf uns, so wie der Prophet sagt, Vesarakti alechem ein Teurem. Hashem soll uns wirklich in ein reines Wasser wieder baden. Ute harte mikolte moisechem. Und sollen wir rein werden von alle unsere Unreinheiten, auch in dem Inneren, Frequenz und Perspektive. Shkoyach.